Wo standest du vor einem Jahr, bevor du oder gerade als du in der Entscheidung warst, die Ausbildung zu machen? Kannst du da ein paar Worte darüber sagen? Also so kurz vor der Entscheidung, diese Ausbildung zu machen, ich bin ja schon seit 4 Jahren selbstständig als Coach und irgendwie hat mich aber dieses Verständnis angesprochen, das hat was mit mir gemacht und ich wollte für mich persönlich mehr erfahren, weil mein Lebenswunsch immer schon war, Leichtigkeit und Freude in meinem Leben zu haben. Und als ich von der Ausbildung gehört habe, dachte ich so, ja genau, ich will das selbst durchleben und spüren und eintauchen so richtig tief und dann mal gucken, was passiert. Was ich dann als Coach mitmache, keine Ahnung. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich will mich Genau. als Coach ja überhaupt gar nicht verändern. Ich bin da gerade super gesettelt. Ne? Shelja und Lea haben sich kaputt gelacht. Ich verstehe das heute auch. Und vor allen Dingen stand ich an einem Punkt in der Vergangenheit, zwei Burnout und eigentlich Expertin für Stressreduktion, Burnout-Prävention, viel für mich erkannt, gelernt, immer am Tun und am Machen, dass ich irgendwie in der Leichtigkeit und Freude bin. Jeden Tag Stunden meditiert und Sport gemacht und. Trotzdem ist es mir immer wieder passiert und da war ich der Frosch im Wasser und da hat Shell ja damals hingezeigt. Ich habe immer wieder einen Punkt im Leben gehabt, wo ich gesagt habe, hey, ich bin schon wieder aus der Spur. Wie habe ich das denn schon wieder geschafft? Und aus der Spur heißt für mich, mich gestresst fühlen. So, und dann bin ich in die Ausbildung gestartet. Und du gehörst zu denen, die eigentlich nur am Rande von den drei Prinzipien wussten. Du hattest ein Gefühl, aber eigentlich bin ich richtig, oder? Dass es noch gar nicht für dich fassbar war. Das Nee. war. Es war ein Gespräch mit Shelja ein Dreivierteljahr vorher und ein Buch, das ich gelesen habe, Real. Und dieses eine Gespräch und dieses eine Buch haben, also da war auch eine Einsicht und so, also kognitiv, da ist was, weil ich es irgendwo in mir gespürt habe, ne? Heute weiß ich, da ist wirklich eine Einsicht gewesen, die der Verstand natürlich greifen wollte. Und das hat mich dahin gezogen. Aber ich war ziemlich ahnungslos, ja. Was, wo stehst du heute? Fast am Ende der Ausbildung, 9 Monate später. Ich bin ein völlig anderer Coach als vorher. Coaching mit meinen Klienten. Ich dachte immer, ich bin im Flow früher. Das war ich auch. Und trotzdem immer angespannte Kieferknochen, ne? Die Liebesbriefe bis hin zu Migräne nach Coachings, weil ich immer angestrengt im Nachdenken war. So, was kann ich als nächstes tun und sagen, dass mein Klient zum Ziel kommt? Und heute ist es einfach nur sowas von leicht, 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 leicht und auch wunderbar zu beobachten, wie meine Klienten plötzlich viel leichter in ihr leichtes Leben finden, als ich es vorher beobachtet habe. Und meine Arbeit fühlt sich ja häufig, also einfach nicht mehr nach Arbeit an. Und damit meine ich nicht nur das Coachen, sondern was ja die meiste Zeit beansprucht, Shelja, ne? Business, Marketing, das macht plötzlich Freude und es fühlt sich leicht an und es ist mir seitdem nur einmal kurz passiert, dass ich gesagt habe, jetzt bin ich wieder kurz davor, aus der Spur zu kommen, weil ich gemeint habe, innerhalb 3 Monaten ein Buch zu veröffentlichen. Ich habe es eben gesagt,
Also tatsächlich, ich hatte wirklich dieses, ich bin zu Hause angekommen, das ist mit mir passiert und es ist unbeschreiblich. Und dieses heute im Arbeiten, nicht täglich, aber ganz, ganz oft, ich vergesse Zeit und Raum und es fühlt sich leicht an. Vorher, wenn ich Zeit und Raum vergessen habe, war ich einfach so hier im Business, dass es mir abends schlecht ging. Und das hat sich total verändert. Das heißt, ich Wow. bin total effizient, effektiv und Voll gut. kreativ und es fühlt sich leicht an. Wow. Ja. Schön. Was ist das Allercoolste? Was fandest du das Coolste während der Ausbildung? Wenn es gibt natürlich ganz viele Dinge. Ja, genau. Na, ich würde sagen, so meinen eigenen Prozess innerlich zu beobachten. Von am Anfang Angst, oh Gott, was passiert jetzt? Viele Tränen, unglaublich viel Heilung, wofür ich nichts getan habe. Es ist einfach passiert. Und ja, zu sehen, wo ich heute stehe, in Leichtigkeit, Freude, Liebe, was täglich spürbar ist, auch an Tagen, die mal doof sind. Heute war ein Tag doof und ich spüre die Liebe trotzdem zu mir und zu anderen.